Ab wann ist es denn am günstigsten, etwas komplett anderes anzufangen als bei einem Neuversuch? Gerade bei den New 52 ranken sich Titel, um die man sich vorm Neustart keine Wimper gerissen hätte. Man könnte meinen, dass es bei DC Leute gibt, die nur Superman, Batman etc. wahrnehmen und welche, die sich auch dem vertigonalen Mythos wie Himmel und Hölle stellen. Aspekte davon hat Demon Knights. In einer Kneipe findet besagte Truppe zusammen. Sieben Krieger, ähnlich wie bei Grant Morrison Seven Soldiers of Victory. Ein Neandertaler, eine Gelähmte, ein Kalif, eine Zauberin, eine geschlechtlich Unentschlossene, ein gestrengter Knabe. Ja, klingt ein bisschen plump formuliert, aber beim Angriff von Dämonen-Dinosauriern auf das Dorf lernen sich alle besser kennen. Vandal Savage, ein unsterblicher Höhlenmensch, der mit vollem Enthusiasmus an der Seite seiner Kameraden durch Horden metzelt, kann aber auch je nach Laune rückfällig werden und dir eine Speerspitze in den Rücken stecken. Denn für ihn zählt nur Zehren und Vermehren. Exoristos, eine verbannte Amazonin, sie ist das aufrichtige Kraftpaket des Teams, eine ehrenvolle Kriegerin, die für alles offen ist, wurde aber von ihrer eigenen Heimat verstoßen. Clytemnestra, bekannt als die Reiterin, sie wurde mit ihrer Familie von einer Horde Wildpferde zertrampelt und überlebte nur mit einer Lähmung. Seit dem Tag hat sie eine telepathische Befehligung gegenüber Pferden. Es wird auch als Red angedeutet. Swamp Thing Leser dürfte es als die Kraft des Tierreiches bekannt sein. Shining Knight. Ein von Merlin geretteter junger Ritter, beauftragt mit der Suche nach dem Heiligen Gral, der das universelle Zentrum darstellt. Was Merlin an Justina so fasziniert, der dürre Faden zwischen Mann und Frau. Was zum bestbalanciertesten Krieger führt. Genau. Shining Knight ist die erste intersexuelle Figur der Comic-Historie. Jason Blood wurde kurz vor Camelots Fall von Merlin an Etrigan zusammengeschweißt. Jason ist ein Bruce-Banner-Type. Von außen schwach und weichlich, aber von innen genauso kräftig wie das Konter-Ego. Madame Xanadu ist Jasons ebenso ewig lebende Rose, die auch eine Beziehung mit Bloods feurig reimender Seite einging, um zu verhindern, dass Etrigan zu großen Schaden anrichtet. Und hielt ihn eine flagrante Ehe vor, um Jasons Herz zu brechen. Sie ist bei weitem mehr als nur ein Sidechick und beherrscht mächtige Magie. Zu guter Letzt der fast sympathischste Charakter, Al-Jabbar, ein Ingenieur-Araber, der nur einen Gott zu Beginn der Zeitrechnung fürchtet. Er benutzt lieber seinen Verstand als blinde Magie. Sie wirken alle der länderlich einnehmenden Questing Queen entgegen. Das war Band 1, eine schöne, infernale 150 Seiten Kennenlernrunde. Im zweiten Band sehen wir eine parallel zueinander laufende Origin von Jason und Etrigan, in der er als Lehrling Merlins der Unterlegung erliegt und währenddessen der Belagerung Camelots reichlich Hochmut seinem Meister präsentiert. Etrigan fing als blustigender Narr bei Lucifer an, wo er auch das Reimen anfing, bis ihm auf dem Namen seines Meisters keiner mehr einfiel. Der Spott des gestürzten Erzengels war so groß, doch Etrigans Zorn noch größer, und forderte als niederrangiertesten Dämon jeden einzelnen Gleichartigen heraus, dass der Name Etrigan die schlimmsten Tortura zum Knie schlackern vermag. Als Strafe für die gleichzeitige Arroganz werden beide aneinander geschweißt. Später durchqueren die tapferen Sieben das vergiftete Camelot, in der jedes Wesen eine übertriebene Verkörperung von sich selbst ist. König Arthur, der Excalibur-Schwinger, wird hämisch von Etrigan begrüßt. Er ist, wie man sich einen reckenhaften, bärtigen König vorstellt. König Arthurs halt. Sie müssen Camelots letzte Gebieterin die Stirn bieten. Morgan Le Fay, auch die Schwester von Xanadu, wird zur Übernahme Merlins Körpers die sieben Abenteurer als Tribut wirksam machen. Im Anschluss opfert Etrigan die restliche Teamgemeinde zur Aufhebung des Mensch-Dämon-Paktes. In der Hölle werden sie, wie man's kennt, von ihren schlimmsten Eigenschaften beflügelt. Al-Jabbar verdurstet und will kein Alkohol trinken. Justina muss sich bei einer Vermählung zwischen Braut und Bräutigam entscheiden. Die Muskelmaid wird vom Betreten ihres Heimatlandes vom Meer. Ach, was verspoiler ich mich. Da ging wieder ein großartiger Band zu Ende. Um Etrigan wurde ein großes Stück Vergangenheit enthüllt. Klar, dass Belial sein Vater ist, war mir klar, aber dass er Luigi verbedienstete, löst auch das Rätsel um die Reimerei. Da schließe ich auch kein Verhältnis zu Trigon aus. Zwischen dem nächsten Band liegen 10 Jahre. Al-Jabbar verstoß nach all den Abgedrehtheiten seinen Glauben, um als Mann der Logik der Welt verfügbar zu sein. Dummerweise alterte er dafür als einziger. Er trommelte die Rasselbande wieder zusammen, weil der vampirisierte Brudermörder kein den selbst der geflügelte Unheilige fürchtet, die Insel der Amazon Themyscira angreift.
In all der verstrichenen Zeit wurde Jason von Wendell gefoltert und per Zauberei Mund getötet. Mir gefällt, wie DC Märchen mit Religion verbindet. Merlin ist so weise und regungslos, dass man ihm fast die Menschlichkeit abspricht. Wen sollte das auch wundern bei jemandem, der alt wie die Zeit ist, zugleich auch noch der Enkel Luzifers? Die Künstler zeichnen alle dieselbe Sprache. Es gibt Unterschiede, fallen aber so gut wie gar nicht beim Lesemarsch auf. Der eine setzt auf krachende Fantasy-Epic und dem anderen ist Augenbrauensymmetrie wichtiger. Chatter, den sollte man auch aus der Harley Quinn-Serie kennen. Fazit: Als ich das Cover sah, dachte ich, eine kriegerische Version vom Alleingang Etrigans zu kriegen vor der Symbiose. Aber im glühenden Licht stand der Reimer alleine nicht. Die Figuren und ihre Beziehung untereinander, sei es eine Amazonin, die sich zu dem androgynen Jungen hingezogen fühlt, oder Wendell Savage, er ist ein Gauner und Mörder, aber solche Ungeradheiten zieren die Besonderheit, die nur wenige Titel dieses Verlages haben. Trotz des hohen Erfolges spaltete sich die Leserschaft. Der eine Hälfte war das zu Franchise hervorhebend. Meine Güte, es ist Fantasy, da kann man machen, was man will. In dem Fall ist es sogar außerordentlich gut geschrieben für die freien Genreverhältnisse. Wer eine fette Portion Witcher mit Berserk ohne Vergewaltigung bestellt hat, sollte dem Kellner Trinkgeld geben durch den Kauf dieser drei Bände.